Hallo, grüßt euch hier zu einem neuen Video auf YouTube. Ich bin Björn und ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Bikewerkstatt Bau Teil 1, kann man sagen. Heute geht es eigentlich los mit einer neuen Serie hier auf dem Kanal mit dem Thema Bikewerkstatt für die Hobbyschrauber. Und wenn ich hier meine Garage ausbauen möchte, was brauche ich dafür? Was will ich haben? Wo will ich hin? Welche Geräte möchte ich da dafür mir einfach auch anschaffen? Die Serie soll jetzt beginnen in den nächsten Tagen, also jede Woche so ein, zwei Videos aus der Serie raus, auch wie sowas entsteht. Ihr seht, hier ist noch komplett kahl. Das heißt, außer dass ich die Wand grau gestrichen habe und eine Werkbank da habe und einen Werkzeugkasten da habe, ist noch nichts passiert. Klar, das erste Mal war erstmal die Wand streichen, das Ganze ein bisschen in Ordnung zu bringen, dass das Ganze auch den passenden Style für eine Bikewerkstatt hat. Soweit so gut, den Punkt haben wir mittlerweile erreicht. Es geht darum, hier in der Serie Bikewerkstatt auf meinem Kanal soll es darum gehen, um Schrauberthemen, was interessiert euch, was kann man wie, wo machen. Und dazu auch gleich mal die Frage an euch. Haut doch einfach mal unten in die Kommentare rein, was ihr gern für Schrauberthemen hier auf dem Kanal haben wollt. Klar, es geht hier einfach darum, um Schrauberthemen aus dem normalen Hobbyleben. Wir wollen jetzt hier keine Profi-Werkstatt aufbauen mit Profi-Equipment. Nein, es soll sein, die Garagenwerkstatt, die ihr auch zu Hause habt. Und darum geht es auch. Auch im Thema Werkzeugausstattung. Ich werde hier nicht die größten High-End-Werkzeuge mir hertun. Das macht gar keinen Sinn. Ich möchte bei euch relativ nah dranbleiben und auch für euch dementsprechend diesen Kanal einfach so gestalten. Was ich mich richtig drauf freue schon, ist das Thema hier in der Bikewerkstatt, das Thema, ich sag mal, Möbelbau, Zubehörbau, Werkzeugwandbau. Genau hinter mir hier, wo die große graue freie Wand ist, da kommt hin einfach eine richtig coole French-Gliedwand für Werkzeuge mit Werkzeughaltern. Klar, keine Angst, ich werde kein Heimwerkerkanal hier werden. Aber klar, ich finde es einfach, es gehört dazu, dass wir auch uns um dieses Thema hier ein klein bisschen beschäftigen. Wie richte ich sowas ein und wie geht es überhaupt, auf den Weg dahin zu kommen? Ist auch klar, jetzt in der dunkleren Jahreszeit, wo das Biken deutlich weniger ausfällt bei vielen, macht es auch Sinn, einfach in dem Bereich ein klein bisschen was zu tun. Finde ich einfach auch megamäßig spannend. Ja, und die Frage an euch, haut doch einfach mal unten in die Kommentare rein. Was habt ihr für Wünsche, was habt ihr für Ansprüche, was habt ihr für Gedanken zum Thema Bikewerkstatt? Wirklich denkt aber dran, es soll eine Hobby-Schrauberwerkstatt bleiben und nicht irgendein professionelles Schrauber- oder Werkstatt-Ausstattungsgedöns. Nein, ihr wollt hier einfach alle zusammen ein klein bisschen diesen Rohdiamanten, den wir jetzt hier haben als Werkstatt mit 3 Meter Länge, den wollen wir jetzt einfach ein bisschen zusammen füllen mit Leben und auch zusammen ein bisschen beleben, auch mit Livestreams zum Beispiel, gucken gerade, was könnte man tun hier an Livestream, was könnte man schrauben hier live. Jetzt haben wir natürlich auch ein bisschen mehr Platz und ist vor allem auch im Winter warm, deswegen können wir problemlos hier halt auch mal einen Livestream machen in der dunkleren und kühleren Jahreszeit. Finde ich einfach auch super spannend und ich freue mich da schon richtig, richtig, richtig arg drauf. Ja, ich glaube, das war's, was ich mitteilen wollte heute im heutigen Video. Ich denke, es macht allen ein klein bisschen Spaß. Lasst ein Abo da, folgt auf meinem Vlog-Kanal, folgt mir auf Instagram und bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Macht's gut und bis dann. Ciao.